Nach einer Messerstecherei in Vechta haben Polizeitaucher am Donnerstagmorgen im Vechter Zitadellenpark nach der Tatwaffe gesucht. Der Verdächtige soll das Messer Freitagnacht auf der Flucht vom Tatort in das Gewässer direkt an der neuen Fußgänger- und Radfahrerbrücke geworfen haben. Die Waffe gilt als wichtiges Beweismittel. Bei der Suche waren zwei Taucher im Einsatz. Sie suchten in einem Regenrückhaltebecken nach einer Stichwaffe. Ob sie etwas gefunden haben, war am Morgen noch unklar.